Oh, go! Bruder. Rein, rein, rein! Die werden zu und Happy Sword stirbt, Digga, der geht drauf! Oh mein Gott, guck mal da unten, die Zombies, siehst du? Oh. Die da. Sag mal, bist du blöde, Junge? Jetzt ist er down! Jetzt. Oh mein Gott! Dort bei Manu! Wir haben heute ein ganz wildes Community-Event und zwar habe ich absolut keine Ahnung, was uns erwartet, Digga. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß wirklich nicht, was im Community-Event heute stattfinden wird. Ich kann es euch nicht sagen. Tobi ist auch mit am Start und wir machen jetzt heute mal ein Community-Event, wo Tobi und ich keine Ahnung haben. Und ich sag's so, wie es ist. Ich bin überrascht. Tobi? Ja? Es wäre an der Stelle einfach schon gut, wenn du mal das Maul hältst. Leon, was wird heute passieren? Und vor allen Dingen, was haben Yorkshire und Yorkshire diesmal gebaut? Leon? Es gibt eine ganz normale kleine Stadtmap. Wir haben hier also eine wunderschöne Wüstenstadt, wie ich sehe. Ja. Ah, das ist Dings, das ist Funchal aus Mandera. Ihr erkennt's. Ja, das ist Funchal. Genau. Sieht wirklich so aus, Tobi. Sieht aus wie Funchal. Schon, ne? Hier ist die Bar, wo wir gekotzt haben. Und hier haben sich Update und Tanzverbot geboxt. Und hier vorne, Leute, ganz hier oben, wartet mal ganz kurz, wo ist es denn? Müsste hier auch irgendwo sein. Hier, ihr seht's vielleicht nicht, aber hier ist das Zimmer von Simon Unge. Hier, das ist Funchal, Leute. Ja, ist du krass, Digga. Nicht liegen, ne? Ist, ich hab's jetzt gezeigt. Hier ist die Kirche und hier ist das Haus von Tanzhofer. Der wohnt ja nicht mehr da. Und hier hinten auf dem kleinen Boot wohnt Orange Morange. Arschgeile Nummer. Okay, wir haben also hier einmal Madeira gebaut, okay? Genau. Es ist diesmal ein kleines Zombie-Apokalypsen-Event. Oh, Zombie-Apokalypse auf Madeira. Alle 100 Spieler werden erstmal hier in der, einfach nur in dieser kleinen Stadt hier spawnen, können sich verteilen und sowas. Mhm. Wichtig ist, dass diese später halt zusammenspielen. Die Spieler starten alle mit einer Lederrüstung, einem Holzschwert und alle 5 Kills leveln die ihre Rüstung auf. Also kommen von Leder zu Gold, zu Chain, zu Eisen, zu dir. Ebenfalls werden wir dann, sobald die sich gleich mal ein bisschen verteilt haben, werde ich dann einen Befehl eingeben, dass der erste Spieler infiziert wird. Alle Spieler, die nicht infiziert sind, sehen, dass es ein Zombie ist. Der hat auch einen grünen Namen und alles mögliche. Ja. Und die können die ganze Zeit wieder respawnen. Die Zombies, also wenn, ne? Wenn die gekillt werden. Mhm. Die bekommen auch immer unterschiedliche Rüstung, also ein unterschiedliches Equip. Auch je nach Equip sind die je nachdem schneller oder langsamer von der Geschwindigkeit her. Müssen halt versuchen, die anderen Spieler zu infizieren. Sobald ein Zombie einen Spieler tötet, wird der direkt an der Zombie. Stelle respawned, wird er auch zum Zombie und muss die Spieler töten. Okay, und was machen wir jetzt, wenn der erste Zombie so lost ist, dass der niemand getötet bekommt? Dann kann ich nochmal einen Befehl eingeben, dann wird noch jemand infiziert. Das ist nicht das Problem. Ja, weil die Community ist extrem dumm. Geil, Digga. Geiles Teil. Baba-Überraschung mäßig. Finde ich sehr gut, Leute. Es gibt hier in Funchal, ihr seht das hier, auch ein paar Jump'n'Runs und sowas, ne? Funchal hat jemand vorgebaut und Yorkshire hat hier über Jump'n'Run und sowas mäßig Leitern geplaced und so. Also man hat auch die Möglichkeit, den Zombies zu entkommen. Da bin ich aber jetzt mal gespannt. Also da bin ich mal gespannt. Egal. Ey, alles gut. Wir haben Lakritz verschluckt. Revi, kann man dir jetzt gerade helfen, just im Moment? Alles super, Digga, alles geil. Der uns im sterbende Boss, ich bin's, Henning. Dann würde ich sagen, Digga, rein in die Masse, ab in die Klasse. Ausrufezeichen Prime in den Chat und wir requesten mal ganz kurz auf der Whitelist. Let's go, der Hase. Es gibt ja auf jeden Fall hier Ecken, sag ich mal, wo man sich wirklich sehr gut verstecken kann vor den Zombies. Also das ist schon möglich, sag ich mal. Dann würde ich sagen, Zombie-Event auf Funchal, Madeira, let's go. So. So, erstmal verstecken, ne? Ja, erstmal verteilen und zusammenarbeiten. Die Leute können sich jetzt alle verteilen. Ein paar Leute machen sich hier also auf die Boote auf. Interessant. Hier ist das Piratenschiff, auf dem Tanzverbot angereist ist. Okay, ja, mal schauen. Infiziert. Hier ist jemand durchge... Oh, wer ist es? Oh, Ryan. Ryan 1605. Oh, der tötet... Oh, der schlägt sich. Oh! Happy Sword ist Ryan, auch. Okay, okay. Wir haben 2 infizierte Leute. Happy Sword kommt direkt mit der Eisenrüstung hinterher. Oh, oh. Wir spectaten Happy Sword, Leute. Er ist Ryan ist wild, Bruder. Der fetzt gerade jeden. Der fetzt gerade noch einen. Noch einer infiziert. Lappen-Daddy. Oh, Digga. Jetzt wird aber hier ganz... Oh, Digga, ist so ein Schneeballsystem, ne? Mann, guck mal hier, Digga. Oh mein Gott, wie viele es schon gibt. Spieler zusammenspielen. Am besten die normalen Spieler. Die einzelnen hier ist schon eine komplette Zombie-Horde von 5 Zombies hier in der Stadt. Alter, Digga. Damn, Bro, das ging richtig schnell. Digga, das ist wie Schneeballsystem. Jetzt gibt es so viele, die schwärmen aus und so. Oh, Scheiße, Digga, hier. Azolien und sowas. Jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt müsst ihr aufpassen, Digga. Zusammenbleiben, liebe Spieler. Hier oben wird auch gerade gefightet. Die haben sich auf jeden Fall hier alle verbarrikadiert mit Team Bambus. Wir kämpfen 2 gegen einen Zombie. Die killen gerade den Zombie hier. Die killen gerade hier den Zombie tatsächlich. Die schaffen das. Oh, ein Zombie wurde gekillt. Zombie gekillt. Okay, Team Bambus fightet hier auf jeden Fall zurück. Nicht schlecht, Digga. Die haben auf jeden Fall hier ihre komplette Festung schon mal eingenommen. Not bad. Also das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis hier was passiert. Oh, Schokolade. 456. Wird es schaffen? Da kommt jemand zur Hilfe. Oh, alter Ehrenmann. Firewatcher. Bro, komm. Der Zombie wird weggekombot von allen. Let's go. Bruder. Rein. Hol euch den Zombie. Ihr könnt leveln, wenn ihr die Zombies killt. Rauf da, Digga. Schön. Hier wird wieder gekämpft, Alter. Vielleicht schaffen sie es sogar, die Zombies. Jawohl.
Digga, nicht schlecht. Die Zombies haben sich aber noch eingeholt, Leute. 7 Infizierte bis jetzt. Das ist natürlich eine wilde Nummer. Aber bis jetzt auf jeden Fall noch eindämmbar, die Apokalypse. Ja, die haben alle die Corona-App. Die können alle... Oh, sch... It's Mellow ist zum Zombie geworden. Zombie-Warn-App runterladen. Oh, 8 Stück schon. Digga. Oh, sch... Kommt auf jeden Fall ein OP-Zombie. Happy Sword, Digga, hier. Mit Full Iron, Alter. Aber die... Bevölkerung schlägt zurück und klatscht Happy Sword hier aggressiv beiseite, Digga. Das werden's holen. Die werden's holen. Happy Sword stirbt, Digga. Der geht drauf. Der geht drauf, Digga. Der geht drauf. Und hier nochmal schön den Zombie weggefetzt. It's Mellow sich hier aus der Affäre gezogen. Hier wurde auf jeden Fall schön aufgelevelt, Alter. Oh, noch einer. Das ist die ganze Zeit. Und jetzt gibt's hier einen dicken Kampf. Hier oh, noch einer infiziert. Zwei Zombies, Digga. Noch einer. Zwei Zombies und hier vorne die ganze Army. Und ich denke mal, die Bevölkerung, die sind einfach mehr. Die werden es schaffen. Die Lappen-Daddy wird jetzt hier ordentlich in die Zange genommen. Der wird auf jeden Fall draufgehen. Digga, nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. It's Mellow wird hier auf jeden Fall als Zombie auch gejagt. So muss es sein, Leute. Ihr müsst die dezimieren. Ihr müsst die dezimieren und euch OP-Equipment holen, Alter. Hey, bei, Google ist jetzt hier mittendrin. Lala hier auch mittendrin. Ich muss die ganz kurz kommentieren. Es tut mir leid, Leon. Ja. Aber die holen sich hier die Zombies nach und nach weg. Die machen das nicht schlecht hier. Die spielen hier am Hafen wirklich. Die säubern die Stadt hier von den Infizierten. 15 Infizierte. Oh, es wird kritisch, Leute. Die Zombies werden immer mehr. Ja, Leute, ich glaube, die Stadt fällt. Die Stadt fällt tatsächlich. 18 Infizierte. Ich würde sagen, schnell hier rüber zu Team Bambus, Leute. 19. Alle hier rüber zu Team Bambus, zum Kirchturm. 20. Versammelt euch hier. Jetzt ist es schwierig, das Ding zu halten. Ihr könnt die Zombies nur noch in Wellen zurückschlagen. Alter. Hier wird auf jeden Fall gerade ein Zombie bei Team Bambus weggeholt. Der ist voll ein und wird komplett auseinandergenommen. Der kann gar nichts, der Arme. Oh, RIP. Okay, aber 26 Infizierte, wenn die auf Team Bambus gehen, Digga, stell dir mal vor. Ja, hier sind gerade einige auf Team Bambus. Oh, ich würde sagen, wir brauchen mehr Zivilisten, aber die werden hier weggemacht, Digga, die werden hier weggemacht. Hey, Google und so weiter, massivst rasiert hier. Team Bambus levelt hier auf jeden Fall auf. Hier gibt's ein fettes Battle, hier sind eine Menge Zombies gerade bei Team Bambus. Werden die jetzt überrannt oder nicht? Nochmal, ihr müsst zusammenspielen, Digga, ihr müsst zusammenspielen, sonst läuft der Hase ja nicht. Das ist natürlich wirklich eine schwierige Nummer, Alter, aber die schaffen's hier noch. Und die targeten natürlich auch immer die, die schon gehittet worden sind. Ich würde sagen, 32 zu 59, das wird ein schwieriges Ding. Wir schauen mal in den Rest der Stadt. Was passiert noch? Hier steht ein Zombie einfach am Dach und ist lost. Gelbe Jacke, ist einfach AFK gegangen. Lost? Arschgeil, Digga. Hier steht auch ein Zombie, Wanda Prime. Der wird einfach umgehauen und steht da jetzt. Oh. Arschgeil. Die machen es hier auf Knacks. Die haben sich ein Boot irgendwie... Die haben ein Boot. Die haben ein Boot, Tobi. Nicht schlecht, Bro. Alter, Digga, die klatschen gerade so viele hier. Guck mal, 36 Infizierte schon. Bei Team Bambus geht gerade down, oder wie? Mhm. Aber Team Bambus levelt hier gut auf dabei, ne? Das darf man nicht vergessen. Jetzt wird's kritisch, der Hase. Hier sind überall Zombies. Hier läuft ein Iron Golem durch die Stadt. Wir fragen nicht weiter, warum. Die Zombies schlagen den Iron Golem. Niemand weiß, warum. Romeo ist mittlerweile auch ein Zombie. Team Bambus an der Stelle komplett down. Digga, jetzt wird die Stadt gesäubert, Leute. Das war's. Feldfundschall jetzt schon. Wir schauen kurz zu Unge. Alles klar, der schreit in seiner Wohnung rum, saugeil. Und ich glaube, die ist gut zu halten hier. Die ist gut zu halten tatsächlich hier. Die halten die von jeder Ecke. Leben nur noch, doch, es leben noch ein paar von Team Bambus. Mhm. Oh, aber, oh, über die Hälfte ist infiziert. Ja, Digga, jetzt ist es unaufhaltbar, Leute. Und deshalb Social Distancing, ne, damit ihr nicht zu Zombies werdet. Ihr wisst, wie es läuft. Romeo jumpt jetzt hier rüber und geht hier vollends rein, Alter. Oh, Digga, jetzt das ganze Dach wird hier gerade... Ja, Bro, das war's. 52 Infizierte, 39 Überleben. Das war's, Digga. Es geht schneller, als ich gedacht habe, Tobi, hier. Von Schall fällt. Jetzt bringt ja nichts, wenn manche sich in den Türen verstecken und denken, dadurch gewinnen sie. Die müssen zusammen da durchhalten, Digga. Ihr müsst gemeinsam kämpfen. Verstecken sich irgendwo, Leute. Ich sehe das. Außerhalb der Stadtmauer. Oh, hier wird gerade noch einer gejagt. Im Dschungel läuft einfach einer alleine lost rum. Es ist brutal, Tobi. Es ist brutal, Digga, was hier passiert. Guck mal, es war so einer, ne? Die haben sich zu schnell infizieren lassen, Digga. Die haben einfach nicht zusammengearbeitet. Ja, das war wirklich blöde von denen, muss ich ehrlich sagen. Digga, der Arme hier, der wird auch drauf gehen. Leute, die Stadt ist in den Händen der Untoten. Man sieht das vielleicht hier. Ja. Wo hat dieser Villager gerade Hör gemacht? Wer war das? Wer war das? Ich hätte wirklich mehr erwartet, Tobi. Ich dachte, dass die das hier dominieren, ne? Oh, Digga, der komplette Hafenbereich. Hier läuft nochmal jemand. XX-Spieler XX wird hier auch nochmal gerade getargetet, Alter. Und der checkt nicht, Digga, dass er sich hier wirklich wegbewegen muss zu den letzten Überlebenden. Hier läuft auch nochmal vereinzelt, Leute. Es ist wirklich einfach nur schrecklich. Ihr seht, wie schnell sich das hier ausgebreitet hat, das Virus. Ah, Digga, der Arme. Jetzt natürlich die Frage, Leute, wer ist noch kein Zombie? Und vor allen Dingen, wo verstecken sich diese Leute? Oder wir können alle sehen im Lab. Alle, die nicht grün sind, sind doch normale. Ich hier sehe, okay, wir sehen hier auf jeden Fall eine Menge Leute, die noch keine Zombies sind. Oh, Digga, auf der Kirche hier sind richtig viele. Die da Kathedrale? Auf dem Dach. Ja, daneben so, ja. Da sind drei Leute noch drauf. Ja, drei Leute drauf. Aha, und unten steht auch schon ein Zombie hier, siehst du den? Ja, die wollen, guck mal, alle rauf hier, Jungs. RIP. Oh mein Gott, guck mal, da unten die Zombies, siehst du, wie sie da... Der hittet schon. Oh, oh, oh. Oh, die kriegen... Oh, Don bei Barnes. Aber der schlägt den runter. Nein. Oh, nein.
Brian, komm, holt ihn runter, haut ihn runter, den Zombie. Was macht die? Sehr stark, Emily. Digga. Die Zombies scharen sich hier gerade um die Kirche und die gehen alle rein, Leute. Die sind hier alle in der Kirche. Boah, Digga, Tobi, guck mal. Die machen hier gerade alles Jump'n'Run, damit sie da hochkommen, die Gierigen. Die Zombies sind zum Glück alle zu dumm fürs Jump'n'Run. Das ist das Gute. Das ist aber wirklich ein Assi-Versteck. Also ein gutes Versteck hier oben auf der Kirche. Dass die Zombies erstmal Jump'n'Run machen müssen, ist auch ganz funny. Oh, da sind ja so viele Zombies unten drin. Leute, ihr müsst da von außen rauf. Ihr könnt da von auf die Häuser außenrum drauf und dann könnt ihr da auf die Kathedrale hüpfen. Warum an der Seite. Warum sagst du das den Zombies? Ich hab keine Ahnung, ey. Das hat ja keine Zukunft hier, Digga. Das ist alles. Das Beste ist, Tobi, guck mal bei mir im Stream in den Beistuhl. Schau mal, was bei mir im Beistuhl ist. Trimax, Digga. Der Priester Max, man kennt ihn. Oh, 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 oh. Tobi, sie haben deinen Rat zur Wahl genommen. Oh ja, da der Erste. Ich bin gespannt. Dreadbeard. Oh, Scheiße, Digga. Die Zombies kommen ja. Über die Häuserdächer. Ja, ja, das ist ja, so ja. Unfair, dass die wirklich nachdenken können. Die haben ja eigentlich gar kein oh, Gehirn. Oh, jetzt wird's wild. Tianik, ich würde nicht alleine drauf gehen, Bruder. Ja, das ist natürlich dumm. Bro, die verhalten sich auch wie Zombies, so massenmäßig, ne? Ja, Beatnox, Digga, das war auf jeden Fall eine komplett loste Attacke, die du da gemacht hast. Und weg ist das. Und der Kollege ist hier auch gleich down. Robse, mach's gut, mein Guter. War eine schöne Zeit. Die springen alle hinterher. Guck mal, wie sie ihn verfolgen. Digga, der wird aufgefressen, Junge. Bro. Also, Tobi. Ja? Hier verstecken sich einzelne Leute, ich filme die gerade. Wie das versteckt? Oh jo, okay. Ich habe nicht gezeigt, wo es ist, ne? Natürlich nicht. Wasserbillig und XXSpielerXX fahren hier gerade mit Booten rum. Wie haben die sich Boote craften können? Ich glaube, die waren hier. Die kannst du ja finden. Okay, also Leute, es sind noch 16 Überlebende. Random HD auf jeden Fall, deutsche Profischwimmer. Michael Jordan des Schwimmens, oder Tobi? Kann man sagen, ne? Genau. Das ist aber jetzt hier, also der wird auf jeden Fall... Und Random ist raus. Oh, Luke, Digga, Luke. Rennt hier am Hafen entlang, versucht hier noch irgendwie zu entkommen. Luke hier getrappt auf dem Boot. Boah, diese Panik halt. Nein, Luke, doch nicht da rein. Luke! Luke, doch niemals in eine Sackgasse rein! Luke, RIP. Oh, Digga, Luke, warum gehst du denn in eine Sackgasse? Das macht man doch nicht. Oh, der wird gehuntet, Digga. Der wird gehuntet. Und er ist down. Es sind noch 10 überlebende Leute. Es dezimiert sich immer, immer weiter. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen überlebenden Spieler. XXSpielerXX hier mit seinem Boot am Start. Fährt hier wirklich rum. Versucht hier das Nötigste. Er könnte einen Spieler mitnehmen. Aber Frage ist, wie lange halten die Jungs hier noch stand? Und es ist schon wieder einer von ihnen gefallen. Ja, Funchal war eine wirklich schöne Stadt. Bis Abdel das Virus mitgebracht hat, Leute. 3 Leute noch. Und jetzt heißt es suchen. Findet sich hier vielleicht jemand? Tobi, wir suchen mit. Wir teleportieren uns nicht. Wie kommt man da hoch? Das sind die letzten... beiden, Leute. Oh, Digga, das ist so ein episches Bild. Tobi, wir müssen den beiden helfen. Tobi, die letzten beiden kriegen die Rüstung. Der ist runtergesprungen. Ist der dumm? Sag mal, bist du blöde, Junge? Digga, du musst die Zivilisation weitertragen, Digga. Mal, spinnst du? Was ist dein Problem? Der rennt hier weg? Digga, der war da oben auf einer OP-Posi. Der lässt sich doch nicht von 2 Leuten jetzt hier holen. Das war ja wirklich komplett lost, Digga. Ganz es ist Trimax. Es ist Trimax, Digga. Es muss Trimax sein. Alles, Max versucht hier den 2 Verfolgern zu entledigen, aber er kassiert hier ständig Hits, Leute. Der eine steht immer noch da. Leon, dieser eine, ne? Wow, jetzt hier in der Ecke. Doch, was ist das denn hier? Hier spawnen plötzlich Blöcke und helfen alles Max auf magische Weise. Das bist du. Also ich sehe dich da. Insane. Digga. Alles Max, Digga, ich helfe hier. Ich tue hier alles für dich. Der ist bald hops, Digga, glaube ich. Der ist bald hops. Und oh mein Gott, alles Max hat so Glück. Es regnet plötzlich Damage-Tränke. Oh nein. Oh, er ist in die Falle. Er ist ins Loch gegangen, Digga. Es war eine Falle. Alles Max überlebt. Du hast ihn umgebracht. Ich habe ihn umgebracht. Ja, jetzt spawnt er neu einfach. Alles Max ist gestorben. Ich habe neues Equipment bekommen, weil ich jemanden getötet habe. Perfekt, Digga. Oh mein Gott, alles Max verliert gerade sämtliche Verfolger plötzlich. Das ist insane. Die klappen einfach weg. Alles Max hat auch mal eine zweite Chance verdient. Dachtet auch, ihr könntet hier die Stadt bevölkern. So ein Ding ist es nämlich. Tobi? Delay ist dead. Alles Max hat gewonnen. Digga, alles Max das Ding hier gerade geholt. Aber Tobi, was keiner weiß, die Stadt wird neu bevölkert. Plötzlich spawnen neue Dorfbewohner. Die Stadt ist wieder. Hör auf, die zu töten, du Asozialer! Die AIDA ist wieder angefahren hier. Und hier vorne, am Abdel vs. Tanzverbot Gedenkbrunnen, geht das Ding wahrscheinlich zu Ende. Alles Max kämpft hier noch bitter. Aber wir sehen schon, meine Freunde, er hat hier keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Die Zombies sind einfach überall. Was aber keiner, womit keiner gerechnet hat, die Stadt wird plötzlich von TNT zerstört. Sayonara TNT. TNT hagelt. Oh, es sind aber viele in dem. Die Zombies fliegen in die Luft, das TNT macht hier ordentlich Damage, hat die auf jeden Fall aufgehalten. Alles Max, wie lange wird er durchhalten? Der arme Junge. Ach, alles Max ist jetzt hier gerade gecatcht. Und die schlagen einfach nur da auf. Wo ist er? Der ist überlebt. Er ist dead. Ist er dead? Der wurde umgebracht. Nee. Der rennt immer noch. Als ob. Jetzt ist er down. Jetzt.
Oh mein Gott. Das Ding hier. Don Albano! Ach du Scheiße, Digga. GG's an Don Albano. Was für eine Unverschämtheit, Digga. Das war's vom Zombie-Event hier live aus Madeira in Funchal. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, auf einer anderen Map, Ikea oder sowas, Leute, lasst euch jedenfalls einen Daumen nach oben da. Das war's von dieser Runde. Vielen, vielen Dank an Leon, Yazaroth und Yorkshire, die das Ganze hier realisiert haben. Tobi, geile Überraschung für uns, oder? Ich fand's Papa. Digga, das war ein geiles Event, wa? Leute, lasst einen Däumelein nach oben da und drückt schön rein, ne? Und macht's gut. Tschüss, ne? Tschüss. Auch wenn, ne? Tschüss.